Am 25. Mai 2014 findet die Kommunalwahl in Baden-Württemberg statt. Wir vom Jugendhaus Wallendorf haben uns Gedanken gemacht und verschiedene Politiker befragt. Heute mit Marc Benzinger, CDU. Was macht Ihre Partei besonders? CDU in Stuttgart steht für Verlässlichkeit, Gestaltungskraft, qualitätsvolle Stadtentwicklung, für solide Finanzen und neue Impulse. Setzen Sie sich für ein freies Internet-WLAN ein? Wenn ich gewählt werden würde, würde ich mich auf jeden Fall für ein Pilotprojekt stark machen. Wie setzen Sie sich für Jugendliche ein? Offenes Ohr für die Anliegen der Jugendlichen. Ich bin da für die Belange der Jugend. Unterstützen Sie unser Jugendhaus und wenn ja, dann wie? Auch hier im Rahmen meines Mandates habe ich mich immer für das Jugendhaus hier in Wallendorf eingesetzt und auch zahlreiche Mittel mit bewilligt. Das würde ich selbstverständlich auch in der Zukunft weiterhin so unterstützen. Sind Sie für kostenlose Straßenbahnen und wenn ja, dann wieso? Nein, ich bin nicht für eine kostenlose Straßenbahn, weil ich der Meinung bin, was nichts kostet, ist auch oft nichts wert. Wir bezuschussen öffentlichen Verkehrsmittel in sehr, sehr großem Maße und wir wollen auch die öffentlichen Verkehrsmittel weiterhin ausbauen, noch attraktiver machen, zusätzliche Verbindungen schaffen, dass es gelingt, noch mehr Leute vom Auto auf die Schiene zu bekommen. Dazu benötigen wir auch unter anderem dieses Geld und dieser finanzielle Spielraum steht daher nicht zur Verfügung. Für welche Veränderungen möchten Sie sich in Wallendorf stark machen? Wir haben Stauproblematiken, einmal im Bereich der Engelbergstraße, Spechtweg, wo wir seit langem einen Kreisverkehr wünschen, aber auch der Bereich Löwenmarkt ist ein verkehrstechnisches Nadelöhr, das dringend behoben werden sollte und könnten den Löwenplatz kinder- und jugendgerecht umgestalten und diesen zu einem wirklich attraktiven Ortszentrum machen. Sanierungsbedarf weiter unserer Schulgebäude hier in Wallendorf, die vehement fortgeführt werden müssen. Und auch der Ausbau von Kindertagesstätten ist mir eine Herzenssache. Und auch dieses ist sicherlich sehr, sehr wichtig im Auge zu behalten. Vielen Dank, das war es dann auch von meiner Seite aus.